Stream. Hallo und herzlich willkommen wieder mal im Gärtchen. Komm mal darüber, wechseln Licht. Ja, doch, so ist ja, gut. Ist besser, hä? Ja, Leute. Guten Morgen erstmal. Ja, was soll ich sagen? Oscar hat zu tun. Ofen brennt schon da hinten. Weil es ist sehr kalt geworden in Deutschland, muss ich schon sagen. Ja. Außenarbeiten, keine Ahnung, was heute noch passiert. Werden wir sehen. Wir sind heute da, um einen schönen Krustenbraten zu machen auf dem Grill. Mhm. Haben wir gestern Abend schon eingelegt. Genau, Krusten-Schinkenbraten. Genau. Schön gewürzt. Zurechtgeschnippelt. Dabei habe ich mal im Finger geschnitten, weil ich ein neues Messer ausprobiert habe. Eventuell kommen da noch mehr von diesen Messern. Paudin. Es sollen eigentlich die neuen Gartenmesser werden. Oder Grillmesser für hier draußen. Schauen wir mal, was da noch kommt. Und ja, wir heizen jetzt nachher gleich einmal den Grill an. Ja. Und dann geht's schon los mit unserem Essen. Was gibt's denn zu dem Krustenbraten? Ja, was gibt's denn da dazu? Da habe ich jetzt Pellkartoffeln gekocht heute Morgen schon. Jetzt weiß ich es wieder. Folienkartoffeln. Genau. Mit Bacon und Käse überbacken. Richtig. Dazu gibt es dann schön einen Salat. Ja. Mit so einem Salatdressing, mhm. French Dressing, fertig. Und ein Sour Cream. Ja. Was wir da alles eingekauft haben, das zeigen wir euch nachher. Aber jetzt legen wir hier erst einmal los, dass wir ein bisschen was fertig kriegen. Richtig. Ach ja, und allen Unken zum Trotz, das Ding steht noch so, wie ich es aufgebaut habe. Edge will. Ich bin schon wieder am Basteln. Da hinten säge ich gerade die restliche Fensterumrandung fest. Spatzel ist hier schon mit den Kohlen ganz heftig zugange. Ja. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die Tropfschale unten reinstelle oder oben drauf stelle, den Riphalter drauf und das Fleisch da drauf lege. Brauchen wir was für Soße? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, dann können wir die Schale auch unten reinstellen. Richtig. Gut. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Kohlen reinlegen jetzt. Ja, 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 dann macht es vorher, dass sie noch ein bisschen ausgasen können. Ja. Nicht wie letzte Mal, ne? Ja. Kommt ja auch nicht zur Temperatur. Also, man riecht schon. Also, die Kohlen sollten wirklich vorher, besonders wenn sie schon lange liegen, die Möglichkeit gegeben werden, den Kohlen, dass sie ausgasen können. Dann schmeckt man das nachher nämlich auch nicht am Fleisch. Ansonsten haben sie nämlich so einen komischen, oder gibt es so einen leichten komischen Geschmack. Und das wollen wir nicht. Und dadurch, durch das Vorglühen, Aufwärmen, gasen die aus und dann ist alles gut. Mal gucken, ob das klappt. Ja, Schale unten reinstellen, ganz am Rand. Fertig, ja. Gitter drauf. Und dann kann man ganz einfach abwarten, bis die Kohlen soweit sind. Der letzte Rest. Oh, das war keine Absicht. Genau. So. So, dann lassen wir jetzt noch ein bisschen ausgasen. Auf Temperatur kommen und dann legen wir das Fleisch drauf. Jo. Also, und genau jetzt kommt der Rückblick nach gestern. Tja, Leute, ein schöner Schinkenkrustenbraten, 1,4 Kilo Folie und mein Spießbratengewürz habe ich auch mal wieder raus. Und hier habe ich ein Messer bekommen von Paudin. Und genau das will ich heute mal austesten. Sieht eigentlich sehr ordentlich aus. Gefällt mir recht gut. Vom Gewicht her, ja, ist es etwas leichter, als man sich vielleicht von so einem Messer wünschen würde. Aber rein optisch und so, einwandfrei. Tue ich es bloß schnell noch abwischen.
Es ist scharf, es ist scharf, es ist scharf. Ich brauche ein Pflaster. Also, ich würde mal sagen, den Schärfetest hat das Messer gerade eben bestanden. Ja, hier drunter ist Pflaster. Für etwas über 20 Euro macht doch einen sehr guten Eindruck, das Messerchen. Und jetzt gucken wir mal, wie das die Kruste oder die Hautschicht schneidet. Ui. Kommt man sehr gut durch, aber ich setze mal lieber die Brille auf. Ja. Das gleitet mal richtig geil dadurch. Und ganz schnell, ne? Ja, das schaffe ich nicht einmal mit dem Teppichmesser normal. Ich stand ja mit denen in Kontakt, mit Paulin. Ursprünglich habe ich eigentlich gedacht, ich kriege hier ein Messerset. Ist leider nur ein Messer geworden. Aber die haben auch einen schönen Messerblock und naja, vielleicht gibt es da ja mal noch was fürs Gärtle. Auf alle Fälle ist dieses Messer für den Garten gedacht. So. Also das ist echt Hammer, wie das da reingleitet. Sehr geil. Richtig, richtig geil. Also das ist geil. Das nehme ich morgen auch mit. Zum Anschneiden dann. So. Brauchen wir erst einmal genügend Folie. Jetzt wird das Schweinerl erstmal ordentlich eingepudert. Den Rapp habe ich auch damals schon verwendet für mein Krustenbraten-Video. Und der war so lecker. Und dann habe ich mir gedacht, den verwende ich jetzt auch wieder. Warum auch nicht? Auf alle Fälle endlich mal wieder einen ordentlichen Krustenbraten vom Grill. Das duftet so geil. Schon, gell? Ja. So. Ja, das darf da ruhig da drauf bleiben. Und jetzt versuche ich hier noch halbwegs in die Kruste einzureiben. Beziehungsweise, da tun wir jetzt noch ein bisschen Salz dann auch noch drauf. Hier ist Salz. Dankeschön. Wir massieren das hier halbwegs ein. Von dem hier drüber und außen rum und ja.
So, das reicht jetzt aber. Naja, fast. Das soll sich richtig schön ins Fleisch reinziehen. Ja, das habe ich auch schon mal besser kommt. Ja, mir fehlt die Übung. Mir fehlt da momentan echt die Übung wieder. Das merke ich schon. Arbeiten. So. So schickt man das Schweinerl schlafen, dann können die Gewürze ihr Wunderwerken. Und ja. Super gemacht. Und morgen gucken wir, wie wir mit dem Messer dann den fertigen Braten auch schneiden. Genau. Ganz genau. Bis morgen. Und weiter geht's. Bin ja gespannt, ob Spatzel auch sagt, wenn ich den erwische, der das einpackt, immer. Das nee. Ist nämlich immer mein Spruch, wenn ich den erwische, der das eingepackt hat. Ich finde es in Ordnung, dass es so eingepackt worden ist. Also wir sehen. Da ist er nicht. Ja, ja. Ein bisschen rubbeln und dann ist der Rapp auch eingesaftet. Ui. Ja. Und ich natürlich mit Handschuhen. Wunderbar, ey. Ich hätte jetzt das ganze Ding einfach mit der Folie genommen. Nimm's einfach. Nimm's komplett mit der Folie, so wie es jetzt ist. So, ja. Ja. Und dann gehen wir rüber. Okay, trotzdem. So. Eine Klappe auf, Affe tot und klatscht es einfach hier in den indirekten Bereich rein. So, und so lassen wir einfach mal liegen und gucken, was passiert. Aber wir sehen, der Rapp ist wunderbar eingezogen. Und ich bin ja auch gespannt, wie das mit der Kruste wird. Zur Not werden wir nachher dann nochmal die Kruste direkt auf Blut legen. Aber das sehen wir alles dann später. Deckel zu, Affe tot, grillen. Gefällt dir das so? Ja, auf jeden Fall. Ja. Sieht doch schön aus. Na also, dann können wir es ja streichen. Streichen und was noch? Die kann spaxen, ja, wie du die immer sagst. Spaxen noch nicht. Die Latten werde ich auch noch streichen, dass ich die unten wieder festmachen kann. Ja, ein bisschen was geht heute schon noch. Soll ich heute wieder die Fenster wieder weiter weiß streichen? Nö. Doch. So viel Farbe haben wir nicht mehr. Das vom Weißen? Ich habe Farbe übrig gelassen für das Brett. Ja. Ja, die Dose ist auf jeden Fall leer. Ja, ich habe Farbe übrig gelassen, dass man das Brett noch streichen kann. Und das war's dann. Hm. Was willst du? Soll ich mal reinlunsen? Ja, aber Freili. Oh ja, ja, ja. Oh, ja. Schön, oder? Oh, der. Herrlich. Den könnten wir... Anruf. Telefon. Naja, aber er sieht gut aus. Und, ja, drehen müssen wir jetzt noch nicht, aber nachher wird man dann einmal um die eigene Achse drehen. Guten Morgen. Jodale, du schaust, wie lange wir drauf haben?
Noch keine Stunde, mein Schatz. Noch keine Stunde? Nein. Aber wir schau haben mal. Halb zwei. Der sieht bestimmt schon richtig gut aus. Schau dir das mal an. Und wie die Kruste schön aufgeht. Soll ich ein bisschen Salz holen und drauf machen? Kannst du, kannst du. Mmh. Also im Prinzip können wir auch dann mit den Kartoffeln so langsam schon anfangen. Einfach noch ein bisschen einsalzen. Ja. Das ist schön blockt, oder? Ja, das dauert noch eine Weile. Aber ich werde hier mit dem Messer nochmal nicht, oder? Nachschneiden oder lassen. Na, lassen wir es so. Irgendwie lassen wir es so. Ja. Ja. Gut. Da hat sich doch schon wieder jemand mit der Kamera angeschlichen. Ja. Na, was machst du Schönes? Nachspatzen, dass alles noch hält. Noch ein paar Jahre. Dann gucken wir mal KT. 77, 78, naja, ein bisschen wollen wir noch. 76, da wollen wir schon noch ein bisschen mehr haben. Aber sieht richtig gut aus. Die Kartoffeln fühlen sich auch gut an. Leute, mein Paulin-Messer. Ja. Oder Paulin, Putin? Boah, ich mach mir erstmal die Farbe von der Hand gescheit weg. So, jetzt. So gefällt mir das schon wieder ein bisschen besser. Ui. So, ja, wir haben jetzt die Kartoffeln. Genau. Ein bisschen einschneiden. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Alufolie muss natürlich weg hier. Doch, könnte funktionieren. Doch. Besser für die Finger. Ja. Kartoffeln ein bisschen eingeschnitten. So alle vier. Jawohl. Das kommt zur Nocke. Jetzt kommt der Bacon rein. Ui. Ich habe ein Bacon versenkt. Ja, passiert. Im Hals auch. Im Hals auch. Die schön ausfüllen, die Kartoffeln. Ja, da kommt ja danach noch der Käse auch noch rein. Auf jeden Fall. Da muss man aufpassen, dass man das Alupapier nicht mit isst. Ja, das stimmt. Aber ist mal wieder was Neues, was anderes, wie man die Kartoffeln essen. Ja. Habe ich so, glaube ich, jetzt auch noch bei keinem gesehen. Noch nicht. Gut. Gut. Dann lassen wir den Bacon jetzt ein bisschen antoasten. Und danach kommt dann noch der Käse drüber. Richtig. So. So, oder? Ja.
dann hauen wir unseren Gouda-Hotz einkauft. Ja. Gouda. Oh. Ui, guck mal. Ja, so fällt mir das schon ganz gut. Da hauen wir jetzt einfach noch ein bisschen Käse drauf. Käse mit Ei. Richtig. Das können wir uns heute. Und wenn wir den Käse hier drauf haben, den Grill wieder zu haben, dann schauen wir uns mal an, was wir alles so gemacht haben heute. Meine scheiß Musikbox da drin schreit immer lau Batterie. Sehr schön gemacht. Brauchen wir noch eins zu räumen? Ja, das reicht. Ja, und jetzt können wir nachher dann gleich essen. Genau. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Ja, also die Fensterumrandung fleißig am Streichen immer wieder, weil auch das Holz saugt die Farbe relativ gut weg. Ich sehe einen Läufer, Hilfe. Weg damit. Dann habe ich, oder wir haben abwechselnd weiß und rot gestrichen. Die Leisten hier, wo unten rumkommen. Ein bisschen Farbe habe ich noch übrig. Ja, und dann habe ich hier mal angefangen, die Bretter wirklich nachzuspaxen, nachzuschrauben. Die waren dann alle wieder etwas weiter zusammen. Es funktioniert ganz gut. Gefällt mir. Die Seite habe ich schon soweit fertig. Hier habe ich sogar geschafft, den Spalt hier ziemlich fast komplett zuzukriegen. Wunderbar. Und ja, hier die Umrandung haben wir noch nicht gesägt. Das hätte ich auch noch machen können, aber da habe ich vorher nicht dran gedacht. Oh. So gibt eins das andere heute. Ja, und da sehe ich schon Knoblauch wachsen. Haha. Ein winziges Witzerle, was hier rausschaut. Oh, jawohl. Jo. So weit, so gut. Vielleicht komme ich ja morgen raus und schraube die Latten hin oder so. Es kommt aufs Wetter drauf an. Aber jetzt warten wir noch, bis der Käse sauber verlaufen ist, leicht kross ist und dann tun wir essen, tun wir anschneiden. Niam. Jetzt holen wir zuerst den Krustenbraten ra. Auf jeden Fall. Oh, sieht das gut aus alles. Sieht das gut aus. Ja. Die Kartoffeln lassen wir noch so lange liegen, bis wir den Krusti angeschnitten haben und auf den Teller verteilt haben und irgendwie bin ich gerade unter das Gitter gefahren mit der Zange. So. Ja, die holen wir auch gleich. Genau. Geil. Lecker. Yummy. Ui. Richtig schön. Eine Fleischgabel haben wir noch keine da, gell? Nein. Sicher? Sicher. Haben wir auch keine da gelassen? Nein. Das ist blöd. Das ist blöd. Dann nimm eine normale Gabel. Ja. Ja. Wie soll ich denn schneiden? So rum oder so rum? So. So? Ja. Also ich hätte ihn jetzt so rumgeschnitten. Ey, eigentlich ja wurscht, gell? Ja. Ich brauche eine Fleischgabel hier. Schau mal, wie der saftet. Ui. Oh je. Das reicht mit Anschneiden. Reicht? Ja. Boah, geil. Das andere Stück kommt mit nach Hause. Okay. Es ist
heiß, mein Schatz. Ja. Toll, ich hab. Hast du die Cam schon wieder ausgemacht, oder? Nein, ist die an. Lecker. Und schön groß. Verteilen wir auf die Teller. Ja. Holen wir uns die Kartoffeln. Genau. Und dann essen wir. Genau. Und so sieht das Essen nun komplett fertig aus. Zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ja, wer probiert, du oder ich? Du. Ich, dann gebe ich dir jetzt die Cam. Ja, genau. Dann will ich hier erst einmal die Kartoffel etwas ausschälen. Auf alle Fälle bleibt sie länger warm in der Alufolie. Ja. Aber ich glaube, ich tue die Folie gleich runter, komplett. Bevor ich echt eine Folie mitfress. Komm raus, du Feigling. Ja, ja, ist heiß, heiß, heiß. Oh, so, dale. Hier haben wir noch Sour Cream. Genau. Die schmeckt auch ganz gut. Klatsch. Klatsch. Muss ich zuerst einmal ein Stück von der Kartoffel. Auch wenn ich mal gleich wieder die Gosche verbrenne. Pust nicht vergessen. Ja, die. Ja, Mama. Reicht es? Nein. Nein. Das reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Warum essen wir jetzt so schnell? Kann man das nicht erst auskühlen lassen? Wir haben Hunger. Ja, lang genug am Grill ist hier ja jetzt gelegen. Ja. Käsebacon, Kartoffelchen und Sauercream. Oh! Und verdammt heiß. Und? Lecker. Richtig, richtig lecker. Gut, zu dem Salat brauchen wir gar nichts dazu sagen. Nein. Das ist so fertiges Sößle und so fertig gemischter Salat. Wir haben uns gedacht, Hauptsache wir haben einen Salat dazu. Genau. Um die Veganer zu erfreuen, dieses Video anschauen. Jetzt kommt der Highlight. Der Braten. Die Kruste habe ich ja schon probiert. Die Kruste braten. Perfekt. Sehr schön. Dazu kann man jetzt natürlich auch noch die Sour Cream zu dem Fleisch essen als Soße. Oder man nimmt sich eine Barbecue-Soße. Ja. Oder. Möglichkeit wäre es eben gewesen, wie ich am Anfang gesagt habe, die Schale oben rein, den Rib-Halter oben drauf und dann hätten wir daraus eine Soße ziehen können. Aber das mache ich nicht aus der Brühe, die unten bei der Kohlen liegt. Können wir mal ausprobieren. Aber Leute, ich esse jetzt und die Manu lächelt auch schon danach. Schaut schon so neidisch auf meinem Teller. Wetzt sich schon die Zähne und die Zunge. Und wir sehen uns nachher nochmal. So Leute, dann kommen wir noch zum Fazit von heute. Arbeitsleistung. Gut. Zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ja, Spatzler hat ja auch drinnen noch ein bisschen zusammengeräumt, umgeräumt. Also da ist auch was vorwärts gegangen. Heraußen einwandfrei zufrieden. Ja. Jetzt hoffe ich, dass eventuell das weiße Zeug und das rote bis morgen soweit trocken ist, wenn das Wetter mitspielt.
komme ich raus und spackst das Zeug dann alles fest. Kommst du da mit? Mal gucken. Ja. Fazit Essen. Lecker. Ja. Sowas von lecker. Ja. Dass der Krustenbraten oben, die Schwarte, relativ dunkel war, ist dem zu schulden, dass ich oben so viel Gewürz drauf getan habe. Wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, aber hat doch recht lecker geschmeckt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also nur deswegen ist die Kruste so dunkel geworden. Aber trotzdem, war richtig lecker. Ja. Der Krustenbraten, die Kartoffeln. Also ich kann mich nicht entscheiden, was jetzt das Highlight war, ob das diese Kartoffeln waren oder der Krustenbraten. Ey, Leute, richtig, richtig lecker. Ja, einfach nachmachen. So ein Krustenbraten vom Grill ist einfach was ganz Besonderes. Ja. Und dann noch so leckere Kartoffeln. Ey, geil. Geil, geil, geil. Mehr kann ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Ich hoffe, das Video hat heute gefallen. Ja, und vielleicht gibt es morgen dann noch ein extra Bastelgarten-Streich-Video. Irgendwie sowas. Das wissen wir aber jetzt noch nicht. In dem Sinne, danke fürs Angucken. Ciao, Jikowski. Bis zum nächsten Mal.